Alles klar. Moin, moin, meine lieben Liebenden und herzlich willkommen zurück zu Rickys Bobsofa. War doch richtig, oder? Du warst sehr motiviert heute. Ich top motiviert. Ja, hallo, du hast mich jetzt gerade total voll auf meinem Redefluss rausgebracht. Ich war gerade davon am Erzählen dran gewesen, dass ich Fußnägel mag und er sagt einfach nichts mehr mit mir. Er redet nicht mehr mit mir und der Gorbi ist auch nicht da, weil der Gorbi, der ist ein alter Sesselpupser und Pantoffelheld. Kaum ist die Alte wieder zu Hause, lässt sich nicht mehr blicken. So, continue. Genauso wie ich übrigens. Kaum ist die Ela wieder zu Hause, dann kriege ich auch ständig wieder ein mit der Bratpfanne. Und ich verstehe das gar nicht, warum. Dabei bin ich doch so ein liebenswerter Mensch. Dieser Gorbi ist ja nicht mal online. Nee. Meine Liste sagt, es sind ungefähr 100 andere online, aber nicht er. Egal, dann erstmal ohne ihn. Mal gucken, ob er es merkt. Ja, sonst, wie geht's dir denn so? Ja, ein bisschen verschlafen noch, aber recht gut. Doch, das ist schön. Hast du denn auch schon deine tägliche Portion Hornspäne gegessen? Ja. Ach, gut. Ist ja ein guter Dünger. Ne? Also, habe ich mir so sagen lassen. Beziehungsweise ist definitiv einer. Den kippe ich auch immer bei mir in die Blümchen rein. Ah, vielleicht sollte man das mal in unserem Aloe Vera Beet ausstreuen. Das ist ja so eine Wäre eine Aufgabe, Möglichkeit, ja. Aufgabe für Gorbi eigentlich. So, du sammelst die nächsten Monate einfach mal deine Fußnägel und dann düngst du mal die Blümchen damit. So, also ich bin Druppe und Sollte auch gleich sein. ich habe Durst, ich habe Hunger bis zum geht nicht mehr. Ich sollte jetzt, ich bin fast tot. Tolles Spiel. Oh, Ich ich sehe es, ja. komme auf ein Spiel und ich komme auf ein Spiel vor allen Dingen. Auf den Server und bin halt erstmal tot. So gut wie. Das motiviert total. Körperlich So. oder geistig? Beides. Okay. Ich glaube, ich bin gerade auf dem. Was auch immer ich jetzt gerade gegessen habe, es hat mir Lebensenergie regeneriert. Ja. Das ist neu, War schon oder? immer so. Nee. Echt? Vom Essen hast du immer schon ein bisschen was gekriegt. Echt? Wirklich? Ja. Scheiße mich nicht, das ist mir noch nie aufgefallen. Ernst nicht? Nein, wirklich. Wie? Ich Ja. dachte halt, das ist wirklich nur für den Hungerbalg. Und Healing musst du dir halt via ja, Medikamente oder Ja, Salben und dass du es auf Pflaster einmal oder. voll kriegst. Richtig. Dafür was brauchen wir Blätter? Oh, puh, gute Frage. Wahrscheinlich aber irgendwo, wenn ich mir so angucke, noch eine Hunting Shelter angefangen oder so. Wahrscheinlich sogar du. Irgendwo, Nee. als du noch im Wald warst und Ja, gedacht die habe ich hast. dann fertig gemacht. Wenn schon. Wie weit sind wir eigentlich hier mit unserem Wall gekommen? Bis hier. Da wo Bis sind zum die nächsten Slats? Hier und hier. Tor. Passt. So, Ja, ich mache hier okay. mal auf. Wo? Dann ist Bar weg. Ach da, okay. Ja, ich baue dann schon mal die nächste Schematik wieder hier dran. Hallo, Dambi. Ja, dann ist jetzt auch wieder häufiger da. Ja, stelle ich auch, habe ich auch festgestellt. Was heißt häufiger? Im letzten Stream, am Freitag und halt heute, ne? Ja, ist ja wurscht, ist schon häufiger. Stimmt. Der hat ja auch mal eine Zeit lang mit auf dem Server gespielt, aber hat dann irgendwie aufgehört. Naja. Relativ früh. Es gab ja bestimmt wichtige Sachen. So, bauen wir mal bis an den Baum hier direkt dran. Dann haben wir einen schönen Abschluss am Tor. Oh, das ist richtig cool. Richtig, richtig gut. Hier kann man hochklettern. Richtig fresh. Ich finde das richtig, richtig fresh, wenn jetzt langsam mal wieder Dinge. Wieder was. Bäume tatsächlich nachgespawnt werden würden. Weil das, ja. Moin Happy. Ich fände das blöde. Hi Happy. Ich fände Eierchen, das was? echt blöde, wenn wir wirklich komplett neu anfangen müssten, weil hier hat sich jetzt gerade wirklich schon so richtig schön was zusammengebaut. Ich meine, wir haben ja sogar auch noch unsere Bergbasis, nicht? Naja, wir könnten ja noch auf einen anderen Punkt gehen. Ich meine, es gibt noch Punkte, die sind noch unberührt. Also von uns halt. Ja, ist richtig. Ich will es aber halt auch nicht so wirklich übertreiben. Also zwei Basen finde ich schon mehr als ausreichend, weil man kommt halt immer irgendwie zu der anderen hin. Hier ist der, hä, wie ist die Lok hier hin?
Soll ich mich jetzt eigentlich gerade mal so ein bisschen aus dem aus unserem Vorrat bedienen oder erstmal nicht? Man weiß es nicht. Ich würde mal sagen, jetzt wo Gorbi nicht da ist, kannst du das machen und wenn er wieder da ist, soll er Holz sammeln gehen. Hm. Ja, stimmt auch, Dambi. Ja, kenne ich was von. So, ja. Ist dann am besten, wenn wir hier wirklich auf der einen Seite da wirklich komplett noch zumachen mit dem Holz. Bum, bum. Und so. Ja, das ist eine gute Idee. Genauso machen wir das, glaube ich. Auf der Seite machen wir wirklich ein komplettes Holzlager, also dass wir wirklich für ganz schlechte Zeit noch was haben. Oder einfach wirklich mal nur für Reparaturzwecke. Ne? Wenn wir wirklich in der Nähe kein Ja, Holz mehr auf jeden haben. Fall. Und dann wird das wirklich einfach unangetastet gelassen. Und auf der anderen Seite machen wir einfach nochmal eine zusätzliche Mauer drum. Glaube, das soll Black Dragon heißen. Hi, Black Dragon. Hi Black Dragon. Ja, soll es heißen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, machen wir einfach eine zusätzliche Wand drum. Dann haben wir da nämlich noch eine zusätzliche Mauer, was die dann weghauen müssen, wenn sie irgendwie rein wollen. Und vielleicht sogar noch ein paar Spikes rein. Könnte ja auch Spikes sind funktionieren. immer richtig. Richtig wichtig. Können Sie das Türchen öffnen? Ja, welches? Das Da wo ich hier. rausgefahren bin. Ist offen. Ja, ich komme schon. Ah, du warst noch ein bisschen weit. Ah, okay, ich sehe gerade. Es wird gerade dunkel. Dann machen wir erstmal die Tür zu. Und hoffen mal, dass wir Nee, gleich nee, warte. schlafen können. Hast du noch einen Lass mich noch mal Wagen raus. voll? Wir sind. Nee, aber. Da, hallo? Da habe ich noch zwei liegen. Ah, okay. Sag Bescheid, wenn du wieder da bist, dann mach ich wieder auf. Ich will jetzt nicht unbedingt die Tür hier so sperrangelweit offen stehen haben. Nee, wollen wir jetzt nicht. Nee, jetzt wo wir nur zu zweit sind, ist blöd. Wenn einer liegt, dann haben wir wirklich nur noch einen, der ihn aufheben kann. So, und wo sind jetzt die. Ah, hier. Wir brauchen Jetzt auf jeden zwei. Fall mal ein Notstromaggregat hier und so eine Flutbeleuchtung. Aber hallo. Das wäre mal was. So, ist es Ja, ich würde dunkel, erstmal sagen, kurz den Schalter umlegen und dann fump, du haust gleich ein Fußballstadion. paar Skalems hin, würde ich mal sagen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten doch schon überall welche hingestellt, oder zumindest hier und da mal. Ja, das ist glaube ich hinterm Flugzeug ja, oder? Huch. Nee, an einem Tor Komm, ist es komm. auch. Tatsächlich sogar an dem Tor, wo du rausgelaufen bist. Ja, kann auch sein. Kann nicht nur sein, ist auch so. So, ein Holz habe ich schon mal verbaut. Rechte Bären weg. Fahre ich die direkt mal wieder zum gleichen Tor hin, ne? Wenn ich nicht hier gegen jeden Baum fahren würde. Wegen Baum oder Stumpf? Du bist noch nicht auf dem Weg, ne? Nee, ich hau noch einen um. Okay, dann lasse ich die Tür erst mal zu. Skullems, sagst du. Skullems. Was sind das? Falle? Deko? Deko wahrscheinlich irgendwo, ne? Ja, da sind sie. Ich komme mal zurück. So. Du bist aber noch nicht da, ne? Nee. Gut. So. Und für alle mal im Chat, bitte den Link gleich mal teilen. Wäre super. Ja, genau. Das wäre total knüfte. Öfter. Ah, da hinten. So. Natürlich fahre ich jetzt blind. Oh, das ist Das cool. Ich irgendwann macht sehe es gleich gerade, die klank. Skullems, die addieren sich ja auch vom Licht her. Ich habe gedacht, das wird einfach nur die gleiche Helligkeit bleiben. Aber es wird Was tatsächlich meinst heller. du? Ja, sicher, wenn du in einem passenden Abstand die aufstellst, deckt das irgendwie ein bisschen. Scotchy, bitte. Dankeschön. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Aber merkst du, Gorbi ist nicht da und alles ist irgendwie ein bisschen höflicher. Schon, ne? Ja. Auch nicht so aggressiv. Ach, hier ist ja auch noch ein Logslab mit 3 Stück. Ja, und man wird nicht sofort zusammengeschlagen. Stimmt auch, ne? Man hat nicht ständig die Naxt im Acken, genau. Okay, schlafen kann ich nicht. Dann Warum? müssen wir halt durchmachen. Ja, aber mein Schönheitsschlaf. Ja, aber der Poncho. Poncho? Bin keine Mexikaner. Nicht? Gab ich halt. Wo hab ich Das war da? jetzt gerade, als ich mit dem Logsled über die Koffer drüber gefahren bin. Das war eindeutig, das war auch Deutsch. total eindeutig, das Geräusch, wie wenn du in Silent Hill Homecoming auf so ein Vieh einschnitzelst mit dem Messer.
Genau das gleiche Geräusch irgendwie. Kann ich noch ein paar? Ja, kann ich. Kannst du das? Paar Leuchtfackeln. Es leuchtet so schön. Apropos Leuchtfackeln, ich habe ja auch noch eine gesetzt, falls du noch einen Schädel über hast gerade mal. Ui. Serious? Hab ich gerade einen Schädelback oder wie viele kann man tragen mittlerweile von den Skulls? Fünf? Ah, okay, dann kann ich natürlich auch noch ein bisschen bauen. Oder vier? Vier habe ich im Inventar. Ja, am besten ist, du stellst gleich welche hin und ich packe gleich alles rein. Also ich baue die Dinger jetzt außerhalb, weil wie gesagt, hier wollten wir dann ja halt nochmal eine zusätzliche Wand bauen. Und dann ist das richtig sicher. Überleg mal, draußen die Spike Walls, dann die verstärkte normale Wand, eine Foundation, wo die sich durchballern müssen. Und hier drin könnten wir im Prinzip auch nochmal eine Spike Wall machen, wäre dann auch nochmal eine zusätzliche Sicherung. Eigentlich ja. Oh, guck, es sind schon acht. 7. Wieder einer weniger. Okay, jetzt 7. Das ist auch irgendwie merkwürdig, dass es immer so springt, Skalenz. ne? Ja, ich mache hier nochmal direkt einen hin. Und ich glaube, der Baum wird. Ah, ne, da hängt was dran, der kann nicht weichen. Dann machen wir. Wo machen wir denn noch welche Mach's hin? gleich vor dem Baum. Ja, so dicht beieinander? Ja, gut, komm, ist egal. Hauptsache es hell. Also, ich könnte den auch noch fertig bauen, ne? Ich habe auch noch einen Schädel. Ja, ich meine ja, dass du gleich mehrere jetzt aufstellst und dich dann nachhinein bauen, was dann überbleibt, machst du fertig. Hier ist gerade mal hell genug. Hier müssen wir uns auch noch mal was Mach ich den einfallen wieder lassen. aus? Komm, geh aus. Hier mal links, rechts an einem Tor, dann können wir hier noch mal einen hinstellen. Coming. Wie. Höre ich da irgendwas? Ich glaube, ich habe gerade was gehört draußen. Boah, diese Tür, ne? Ja, dann halt nicht. Dann nehme ich den in die Hand. Was? So, da haben wir einen. Ja, komm, setzen wir direkt hier neben auch nochmal ein. Und oben drauf müssen wir Mach natürlich auch vielleicht nochmal das Feuerzeug ausleuchten. aus. Wieso? Ja, dann siehst du mehr, wo Licht ist und wo nicht. Das gibt ja auch Licht immerhin. Ja, ich versuche gerade so auch ein gewisse. Integrität. Ja. Hier ist noch einer. Ich habe keinen Schädel mehr. Wir müssen. Ich sag's nicht jetzt Nein? gerade. Ich sage es nicht. Hallo? Was denn? Was? So. Ah, jetzt wird's heller. Ja, das. Es sieht schon ganz gut aus hier. Es wird definitiv heller. Das Lagerfeuerchen können wir auch nochmal anmachen. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen mehr Licht. Hier könnten wir auch welche hinstellen beim Gaspo. Oder Gazebo oder wie auch immer. Ja, da habe ich überlegt, ob man hier nicht vielleicht möglicherweise eine Deckenlampe anbringen kann. Nö. Hast du das auch gerade ausprobiert, oder was? Ich gerade dabei. Nett nicht. Ja, blöd, 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 blöd. Vielleicht, wenn man hier noch irgendwie ein zusätzliches Ceiling einbaut, aber ich glaube nicht. Ja, so links und rechts hier Ja, vom wie? Eingang. Ich habe keine Ahnung, mein Gott, das war doch nur eine Idee. Holo El Rolo. Holo. Hype. Hololo. Ich glaube, wenn wir die hier am Eingang hinstellen, ist aber auch ganz cool eigentlich. Wobei es hier ja immer hell ist mit dem Lagerfeuer. Theoretisch ja. Das Ding jetzt. Ah, hier. Okay, nee, geht nicht. Gehst du mal aus dem Weg? So. Jetzt habe ich auch keine Skalis mehr. Ja, dann sag ich's jetzt. Dann wird's mal Zeit, dass mal ein paar Eingeborene vorbeikommen. Und da donnert's und Oh, es hat er regnet. nicht gesagt. Das war jetzt Oh das je. Todesurteil, glaube ich. Geh weg hier, Mann. Boah, ach, Rollio, das weiß ich nicht, wann ich das mal wieder spiele. Ups. Da habe ich im Moment echt gar keine Motivation zu. Das hatten wir aber auch schon im Freitagsstream, glaube ich, angerissen, das Thema. Ja, speziell, weil Cassie keine Zeit hat, oder? Ja, Unter anderem. auch das, genau, auch Wir das. können schlafen. Ja, das ist gut, dann machen wir das doch mal eben schnell. Und Und du sprichst mit Roleo, stimmt auch. dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute, danke fürs Zuschauen und tschüssi.